Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ja, ich fange einfach mal an. AG der Woche steht jetzt nicht im Titel, aber steht in der Beschreibung drin. Also den Angriff hier von Turan, von der Turan Army, fand ich jetzt gestern Abend als ja, so Angriff der Woche oder Angriff des Tages. Also schön gemacht hier, vor allen Dingen, wenn ihr auf die Zeit geguckt habt. Es war so fürchterlich eng. Und dass es überhaupt noch was geworden ist, ich hätte fast gesagt, ist eigentlich ein Wunder. Aber am Ende hat es dann noch ganz, ganz knapp zum Dreisterner gereicht. Wer den hier gemacht hat, das seht ihr. Und zwar Sui La Lo. Also mit Sui meinen wir, dass die Helden in den klassischen Suizid gebracht werden. Also King und Queen opfern sich erstmal. Jetzt zieht er schon den Slammer, um die Scatter zu bekommen und auch den Royal Champion hier. Dann bekommt er die auch und jetzt kann das hier mit der Masse reingehen, also mit der Masse an Loons. Er hat jetzt natürlich nicht mehr so viel Zauber, das wisst ihr. Wenn man am Anfang etwas blitzt, dann fehlen einem vielleicht am Ende so ein bisschen die Zauber oder die PS oder so. Das könnt ihr halten, wie ihr wollt. Aber hat er schön gemacht hier und der war wirklich so ultra knapp, der Angriff hier im gestrigen CK gegen Blue Iron. Den haben wir auch relativ hoch wieder gewonnen mit weit über 100 Sternen. Aber es sah lange mal wieder nicht so danach aus. Oder vielleicht war es doch ein bisschen deutlicher. Ich weiß es gar nicht so genau. Aber bei uns hier bei Spätzle mit Soße ist immer die Schlussviertelstunde oder Schlussstunde sehr, sehr spannend. Denn viele greifen hier erst unheimlich spät an. Und ich glaube, wir hatten noch 2 Stunden vor Ende des CKs hier um die 25 Angriffe oder 30, knapp 30 Angriffe noch offen oder so. Also es war schon unheimlich viel und unheimlich dominant. Aber ihr seht, hier sind nur noch Minions und ein Warden im Feld. Es ist zwar noch ein Loon da, aber der wird es auch nicht ganz bis zum Bogenschützenturm schaffen. Und der Warden gibt sich da alle Mühe, hier so ein bisschen Cleanup noch zu machen. Der Loon hittet den nochmal an, den Bogenschützenturm. Und mit 2 Schuss ist auch der Geschichte. Und auch hier oben schießt natürlich die Kanone jetzt nicht auf den luftstehenden Warden. Und dementsprechend sollte der das eigentlich schaffen. Das sollte der eigentlich packen. Und auch hier unten, aber ihr seht, das waren exakt 3 Minuten. Wer am Anfang auf die Uhrzeit geguckt hat oder auf die Zeit des CKs, der hat das sicherlich gesehen, dass das hier wirklich eine Punktlandung war und ich hier auch gesessen habe mit immer tiefer geneigtem Kopf, aber dann doch in die Höhe gereckt habe und habe gesagt, oh, endlich. Ja, aber warum eigentlich endlich? Also, oh, doch, 101, okay, 101, aber immerhin über 100. Aber warum eigentlich endlich? Ich habe endlich eine Errungenschaft geschafft, die ich noch nicht geschafft habe. Ich habe sie noch nicht geschafft, aber ich bin nah dran, Leute. Ich bin ganz, ganz nah dran, denn wo ist sie? Da unten, da ist sie. Sharing is caring, also die Zauber gespendet. 9.996, noch 4 Zauberplatz und dann habe ich hier die 500 Gems. Es hat auch jetzt echt lange gedauert, die zu bekommen, beziehungsweise bis ich überhaupt dahin gekommen bin. Ich meine, viele lassen sich fallen oder früher bist du einfach zwischen in die Clans reingesprungen und hast einfach ein paar Zauber verspendet, so dass du diese Errungenschaft hier schaffst. Aber ich habe die jetzt doch irgendwie habe ich die jetzt doch geschafft. Keine Ahnung. Ich meine, hier bei Spätzle mit Soße ist auch so unglaublich viel los. Oh. Da kann ich schon wieder ein bisschen was spenden hier. Nochmal 2. Oh, ich muss noch mal ein paar nachmachen. Dann sind es jetzt nur noch 2 Zauber, die ich machen muss. Glaube ich zumindest, ist das so. Ist es so? 2 Zauber noch. 2. Ja, 2 Zauber noch. Und hier ist eigentlich auch hier, ich wollte gerade sagen, hier ist ja jede Menge los. Stimmt gar nicht. Hier ist gar nicht jede Menge los. Heute Morgen was haben wir denn, 10.29 Uhr auf Montag, ist hier doch noch nicht so viel los, aber ich bin zuversichtlich, dass ich das noch schaffe. Wir werden sicherlich gleich ein bisschen mehr werden, die dann aufstehen und dann machen wir auch noch, denke ich mal, so einen Angriff, aber ich würde ganz gerne erstmal
die Zauber verspenden hier. Ich muss jetzt noch ein bisschen nachbauen. Und so einen haben wir da schon mal noch. Einen noch mehr. Ja, ich verspende eben mal noch die anderen beiden. Und dann sehen wir uns zum Ereignis wieder. So, jetzt ist aber da hier mein Opfer. Zweimal Mr. Smith. Oh, sharing is caring. Okay, hurra. Das ist echt der Hammer. Und ich kann hier aber spenden, glaube ich. Jo, 500 Gems. Ehrlich verdient, kann ich euch sagen. Jetzt muss ich zwar nochmal zwei Zauber nachbauen, aber das ist nicht so schlimm. Aber die 500 Gems, die sind mir jetzt echt mal gegönnt. Oh, habe ich da lange drauf hingearbeitet. Ich meine, wenn man mehr Accounte spielt, kann man sich das auch ein bisschen ermogeln, indem du einen Account immer die Clanburg leerst und natürlich immer wieder Zauber spendest und du spendest ja einfach selber. Das geht natürlich auch, aber das habe ich nicht gemacht. Und damit dieses Gewackel hier unten aufhört, klicken wir da auch mal drauf. 500 Gems, 10.000 auf den Kopf. 10.000 Stück auf den Kopf, das ist natürlich cool. Soll ich jetzt noch weiterspenden oder soll ich nicht weiterspenden? Ja. Wenn ihr diesen Erfolg auch schon geschafft habt, dann schreibt es mir nicht in die Kommentare. Es interessiert mich überhaupt nicht, ob ihr das geschafft habt oder nicht. Wahrscheinlich bin ich sowieso der Einzige hier in Clash of Clans, der überhaupt diese Errungenschaft schon geschafft hat. Ich gucke mal gerade so ein bisschen bei so Leuten wie ihn hier, der im Moment inaktiv ist, ob der das schon gepackt hat. Sharing is caring. Sharing is caring. Sharing, 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 sharing. Gucken wir mal, ob er das schon geschafft hat hier. Sweet Victory, Release the Beast. Wo ist denn das hier? Wo ist denn das hier? Jetzt finde ich das nicht. Friend in Need, ist klar, dass er das schon hat. Unbreakable hat er auch noch nicht. Und da unten. Okay, 23.000, alles klar. Ich habe nichts gesagt. Okay, ich habe nichts gesagt. Vergesst es. Wir machen einen Angriff. Vergesst es. Ah, nee, ich muss noch auf den Heilzauber warten. Shit. So, jetzt haben wir den Heilzauber. Jetzt können wir loslegen. Hat nur ein paar Stunden gedauert. Zwischen dem einen Cut und dem anderen Cut lagen jetzt so, weiß ich gar nicht, 3-4 Stunden, glaube ich zumindest. Und was müssen wir eigentlich noch machen? Oh, wir müssen noch ein paar Mauern machen. Ihr seht, hier unten mein King ist mittlerweile auch auf 75. Also auch den haben wir, glaube ich, gestern im Stream noch hochgezogen. Und das ist alles ein bisschen wenig. Wir wollen ja wenigstens, na, ich weiß nicht, eine Mauer kriege ich heute, glaube ich, nicht mehr hin. Ich muss mich mal um die anderen Recken kümmern, die ich auch noch so ein bisschen bespiele, zumindest was den Pass angeht. Mit ihm her bin ich ja mit dem Pass durch. Das, ich wollte gerade sagen, das könnt ihr ja am Warden sehen, aber ihr seht das gar nicht am Warden, denn mein Warden steht auf Boden. Und die bodenlose Frechheit ist natürlich, dass mir Supercell nicht gesagt hat, dass nur, wenn ich den Warden auf Luft stelle, ich auch sein Wölkchen sehe. Oh, den nehmen wir mal mit. Den nehmen wir mal mit hier, perfekt. Ob der jetzt so perfekt ist, wissen wir noch nicht. Mal gucken. Aber den können wir mitnehmen. Ob der jetzt so perfekt ist, das wissen wir noch nicht. So, eben mal angerüttelt dort. Und dann haben wir jetzt gleich nur noch einen Scatter. Das Problem ist natürlich jetzt, dass ich jetzt irgendwie hier hinkommen muss. Irgendwie da hinkommen muss, ist gut, ne? Irgendwie da hinkommen muss mit meinen restlichen Helden. Und was habe ich? Ich habe in jedem Fall so ein Teil hier, okay. Ein Zeppelin und da wird wahrscheinlich auch ein bisschen was drin sein. Ich wollte gerade sagen, mal gucken, ob der Clanburg kommt, aber die Clanburg ist ja weg. Hat er einen Feger? Ah, der hat noch einen Feger. Shit. Das ist ärgerlich, dass da noch ein Feger ist und ich habe jetzt auch gar nichts mehr hier im Petto. Ich glaube, wir nehmen das Rathaus jetzt schon mal mit. Ich habe auch keinen Wut, kein gar nichts. Aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. So, die können da noch gehen. Und schaffen die das da? Oder muss ich da noch ein Hoggy mit beipacken? Ah, die packen das. Okay. Die packen das. Und dann kann ich, glaube ich, hier losmarschieren. Mit meinen ganzen Hogs und den Warden dahinter. Eieieiei. Oh, die hat es aber schon ganz schön erwischt da. Oh, die teilen sich. Oh, 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 oh.
Die teilt sich aber derbe auf gerade. Okay, wo ist mein Warden? Alles klar, mein Warden ist da. Shit. Oh, die haben sich jetzt aber extremst aufgeteilt gerade. Heieieiei. Das hätte ich besser machen können. Die haben sich gerade echt extrem aufgeteilt. Und mit Cleanup muss ich allerdings noch ein bisschen warten. Denn wir haben noch... den kann ich da schon mal setzen. Den auch. Den Barbaren können wir hier schon mal setzen. Und dann können wir auch mal unseren Royal Champion zünden. Jo, da haben wir die ganz gut gemacht. Also nochmal eine Mille mehr im Sack. Perfekt. Und Cleanup. 1, 2. Perfekt. Ja, so kann man es machen. Und ich wollte gerade sagen, schöne Base, natürlich nicht schöne Base. Naja, aber wir könnten damit eine Mauer machen, denke ich mal. Oh, 1 Million Elex. Sehr nett, sehr, sehr nett. 1 Mille Elex. Jetzt gucke ich mal gerade. 5 haben wir dort. Können wir eine machen. Wie viel haben wir da noch? 7 Mohr. 6 Mohr nur noch. Okay, 6 Stück nur noch. Naja, aber wie gesagt, dass der hier nur auf, oder dessen Wolke nur zu sehen ist, wenn er auf Luft steht, das wusste ich nicht, Leute. Ich habe gedacht, die Wolke wäre immer da und war schon ganz enttäuscht, dass die gar nicht da ist. Aber naja, ist sie denn ja doch da. Okay, dann haben wir das geschafft. Ein Erfolg, eine Mauer, was ja jetzt nicht so schlecht ist. Ah, jetzt hatte ich meinen Song gerade aus. Okay, dann können wir hier weiter spenden. Und auch hier weitermachen, aber die Armee, glaube ich, baue ich nicht nochmal aus, sondern wir nehmen als nächstes, das nehme ich natürlich nur, warte mal, den können wir safen, dann können wir den auch trainen, weil dort war der Elektrodrache ja drin. Und dann nehmen wir Babydrachen dafür mit und vielleicht noch ein bisschen mehr Cleanup. Okay, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Zauber, ja. Ich habe alle Zauber durchgespendet. Ich hoffe, ihr kommt cool oder seid cool in den Wochenstart gekommen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen angenehmen Wochenstart und mir weiterhin einen schönen Urlaub. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Euer Toto. Best.